Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diese Anfrage gestellt, weil es sich um ein Thema handelt, über das viel zu wenig gesprochen wird, nämlich die häusliche Gewalt. Opfer von Gewalt in Partnerschaften sind überwiegend oder fast immer Frauen. Das Bundeskriminalamt veröffentlicht jährlich einen Bericht von Beziehungsgewalt. Im vergangenen Jahr gab es demnach 139.000 solcher Straftaten. Rechnerisch kommt es jeden zweiten Tag zu einem vollendeten Mord oder Totschlag im häuslichen Komplex. Im Schnitt gibt es außerdem 7 Vergewaltigungen pro Tag in häuslicher oder familiärem Umfeld. Und angesichts dieser erschütternden Zahlen sehen wir einen akuten Handlungsbedarf. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Das Dunkelfeld ist im Bereich häuslicher Gewalt extrem hoch, wie alle kriminologischen Studien nahelegen. Laut einer Dunkelfeldstudie des LKA Niedersachsens werden zum Beispiel nur 5,9% aller Sexualstraftaten angezeigt. Viele Frauen trauen sich aus diversen Gründen nicht, ihren gewalttätigen Partner anzuzeigen. Deshalb ist die Politik gefordert, diese Frauen besser zu schützen. Für Sexualstraftaten hat Bremen eine sinnvolle Möglichkeit geschaffen. Opfer von Sexualstraftaten können eine anonyme Spurensicherung vornehmen lassen. Spuren werden in den Kliniken ärztlich gesichert und anonym mit einem Nummerncode 10 Jahre aufbewahrt. Der Vorteil daran ist, die Menschen, wie gesagt fast immer Frauen, können auch später noch die gesicherten Spuren an die Polizei übergeben und eine Anzeige erstatten. Und diese Spuren können dann gerichtlich verwertet werden. Das heißt, Frauen, die von einer Sexualstraftat Opfer geworden sind, müssen sich nicht unmittelbar nach diesem traumatischen Erlebnis entscheiden, eine Strafanzeige zu stellen und sich diesem Verfahren zu unterziehen. Mit der anonymen Spurensicherung können sie das in Ruhe und gerichtsfest auch noch Jahre später tun. Das ist für die Betroffenen eine enorme Entlastung der traumatisierenden Erfahrung einer Sexualstraftat. Also, die anonyme Spurensicherung bei Sexualstraftaten ist wichtig, sehr wichtig und sollte eigentlich noch viel bekannter gemacht werden. Wir schlagen nun Folgendes vor: Das Instrument der vertraulichen Spurensicherung soll ausgeweitet werden auf Gewaltstraftaten insgesamt, denn das Problem ist ja vergleichbar. Auch Opfer von häuslicher Gewalt, die nicht unter das Sexualstrafrecht fallen, müssen die Gelegenheit haben, eine anonyme rechtsmedizinische Begutachtung vornehmen zu lassen, damit sie sich später auch noch zu einer gerichtsfesten Strafanzeige entscheiden können. Mit diesem Schritt stärkt man die Opfer von häuslicher Gewalt, die Dunkelziffer kann gesenkt werden und die Täter können besser strafrechtlich belangt werden. Das sind gute Gründe, die ganz konkrete Verbesserungen bedeuten würden. Denn alle, die sich mit der Problematik auseinandersetzen, die wissen, dass viele Frauen erst nach Jahren und nachdem sie jahrelang zu Hause misshandelt worden sind, den Schritt wagen, sich aus einer gewalttätigen Partnerschaft zu lösen und den Weg zur Polizei gehen. Und dann sind die Spuren oder diese Beweismittel eben nicht mehr da. Berlin hat eine Einrichtung geschaffen am Rechtsmedizinischen Institut der Charité und die Nachfrage ist sehr groß. 50% der Fälle betreffen eben häusliche Gewalt, davon 80% Frauen. Und von diesen Betroffenen geben 81% an, dass die häusliche Beziehungsgewalt eben schon mehrfach stattgefunden hat. Die Berliner Zahlen, die belegen ganz deutlich, wie dringend eine Einrichtung, wie wir sie vorschlagen, gebraucht wird. Unsere Idee ist es, zusammen mit den bisherigen Akteuren aus der anonymen Spurensicherung bei Sexualdelikten ein Konzept zu erarbeiten und zu prüfen, welche Strukturen wir dafür bräuchten und wie viel Personal gebraucht wird. Die Frauenbeauftragte Frau Wilhelm von der ZGF unterstützt diesen Vorschlag. Auch der Frauennotruf findet diesen Ansatz gut und deswegen bitten wir sehr dringend und auch wirklich in dem Fall auch mit einer ganz großen Betroffenheit auch von unserer Seite aus um Zustimmung für diesen Antrag. Und sollte dieser Antrag heute abgelehnt werden, dann kann ich jetzt schon sagen, dass wir das zu Beginn der nächsten Legislaturperiode aufgreifen werden, weil den Frauen, wie gesagt, überwiegend sind es Frauen, muss dringend geholfen werden. Und das wäre ein wichtiger Schritt.